Er nahm am Abend, bevor er zum Leiden ging, Brot in seine Hände, segnete es, dankte, brach es und gab es seinen Jüngern mit den Worten: Nehmet und esset, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum und reicht ihn seinen Jüngern mit den Worten: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Das ist das Geheimnis unseres Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Erinnern wir uns, was dieser Jesus in unserer Mitte war und ist und sein wird. Er kam, das Wort des Vaters, wurde Mensch wie wir, die Sünde ausgenommen, er lebte verborgen inmitten der Menschen bis zu seinem 30. Jahr. Dann stand er auf und redete vom Reich Gottes, dass die Liebe alles in allem sei. Er heilte und tröstete, spendete Brot und erweckte Tote. Er gab ein Beispiel des Dienens, litt und starb am Kreuze. Er erstand von den Toten und machte gewiss, dass der Tod nicht das Ende sei. Die Liebe ist stärker als der Tod, die Gerechtigkeit siegt über den Hass, der Friede über den Streit. Er ist beim Vater und der Geist bei der Macht uns zu seinen Jüngern, bis er wiederkommt. Und um diesen Geist bitten wir für die kommenden Tage, für unser Leben, für die Zukunft der Welt. Dem Vater werden alle Ehre und Herrlichkeit in alle Zukunft. Amen. Durch Christus in alle Zukunft, Amen. Mit Christus in alle Zukunft, Amen. In Christus in alle Zukunft, Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie
auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.